Geht ab und heute mal wieder eine Account-Vorstellung. Oh mein Gott, ein Iconic-Account, wie ich hier schon sehe. Naja, wir schauen erstmal rein in die Banner und da sehen wir schon, er hat das Travis-Banner, blaue Knappe-Banner und. Aber uns interessiert erstmal, ob er das OG Battle Bus-Banner, ob er den OG Battle Bus-Banner hat. Wenn er den nicht drauf hat, ist auch nicht schlimm. Er hat auf jeden Fall RTW, also Rette die Welt. Standard ist auch viel drauf. Speziell, hat er einen speziellen? Nee, hat er nicht. Ich nehme einfach mal hier den Rette die Welt, die Schatztruhe, weil die soll auch, die ist glaube ich auch sehr selten. Dann haben wir hier beide Musikschallplatten, original klassisch. Ist auch eine sehr schöne Musikschallplatte. Möchte ich jetzt nicht abspielen. Hier haben wir doch das Travis Scott. Das Travis Scott Ladebildschirm, Alter. Das gefällt mir natürlich mega. Und jetzt schauen wir in die Lackierungen rein. Also der Account ist für den PC. Ihr könnt gerne bei dem Shop vorbeischauen. Blende ich euch jetzt nochmal ein. Schaut gerne vorbei. Er verkauft auch Wildcat Skins. Und schaut auf jeden Fall nochmal bei meinem Shop vorbei. Ich könnte welche kaufen und verkaufen. Auf jeden Fall haben wir hier den Glibber. Wir haben hier einige Lackierungen, die auch wirklich sehr cool sind. Und insgesamt haben wir hier 73 Lackierungen, Freunde. Und jetzt schauen wir mal in die Emotes rein. Und was haben wir in den Emotes? 128 Emotes, Leute. Wir gehen jetzt mal auf Standard und schauen mal von oben. Er hat einmal Headbanger von Travis Scott. Das ist schon mal sehr cool. Dann hat er Salut. Dann... Der ist auch nur selten, glaube ich. Ich weiß es gerade eigentlich gar nicht. Anstecken ist, glaube ich, sehr selten. Weiß ich auch. Bangali Bongali. Bangra Boogie. Der ist sehr selten. Bangali Bongali oder wie manche den auch nennen. Der ist sehr, sehr selten. Einhändig hat er drauf. Dann Funky. Der ist sehr selten gehüpft und wie gesprungen. Sehr selten. Gute Laune, Gang. Handzeichen. Auf jeden Fall würde in Party Royale, glaube ich, sehr gut sein. Hier haben wir jetzt noch Mathe Tanz, Mega Moose. Ja, ich gehe eben durch. Ich glaube, das interessiert euch eh nicht so ganz so viel. Aber Szenario ist, glaube ich, sehr geil. Schaue ich nochmal Season 1 oder. Ja, Season 1. Dann nur klatschen, das müsste jeder haben. Dann Ride the Pony Season 2, Season 3. Hat er nur wackeln, aber ich glaube, das ist auch selten. So, schauen wir jetzt mal in die Kondensstreifen rein. Und gehen auch auf Season und sein höchstes, was er hat, ist tatsächlich von Season 7. Und jetzt gehen wir einfach mal in die Hängegleiter rein, Freunde. Und schauen auch erstmal hier auf Season, damit ich schön das, was am seltensten ist, unten sehe. Papierflugzeug ist, glaube ich, sehr selten, soweit ich weiß. Also wir haben ja auch sehr viele, der Ruby ist das, glaube ich, sehr viele Hängegleiter. Und wie viele haben wir? Wir haben 84 Hängegleiter, also wirklich, dieser Account würde sich lohnen. Schreibt ihn gerne an. Sein Shop ist auf Instagram. Hier haben wir noch einmal eine Sweater Pickaxe, noch eine Sweater Pickaxe, noch eine Sweater Pickaxe. Und Schatzhüter, die ist auch sehr selten. Die konnte man nur bei einer Challenge bekommen. Aber hierbei bin ich auch gerade auf Season. Und wir gehen natürlich hoch und der ist sehr selten. Von dem Batman Set da, was es da mal gab. Ja. Da gehen wir hoch. Und die Leviathan-Achse ist leider nicht drauf. Achse sind jetzt sehr viele auch wieder. Also Stack der 88. Geht eigentlich voll fit. Und dann gucken wir jetzt hier in die Backblinks rein. Und damit ihr auch seht, dass es hier kein Skin-Changer ist oder so, gehe ich vielleicht noch gleich in Creative Chords rein. Aber auf jeden Fall ist das hier kein Skin-Changer. Hier irgendwo, ich weiß jetzt nicht,
welches Backbling Iconic hat. Aber die Leute, die sich auskennen, müssen das Backbling eigentlich sehen. Ist das hier nicht? Nee, ich weiß es nicht. Egal, die Leute, die sich auskennen, müssen das sehen. Und jetzt schauen wir in das Spannendste rein. Und zwar in die Skins, Leute. Und fang von unten an. Von oben an. Bräh. Schnell nach oben. So, jetzt gehe ich wieder auf Season. Alter. So, jetzt haben wir Lana Croft. Das ist der am letzten geholtesten Skin, Alter. Das ist ja krass. Insgesamt hat er auch wieder 101 Skins. Also lohnt sich sowas, diesen Account wirklich zu kaufen. Glibber haben wir noch. Dann Psycho-Bandit. Alter. Alter. Dann haben wir noch Klo drauf. Funkelmeisterin haben wir drauf. Bringrella. Iconic haben wir ja drauf. Dann noch Braxis. Und dann haben wir noch hier den Fischstäbchen. Auch das World Cup. Ist es der World Cup? Ja, das ist das World Cup Fischstäbchen. Das ist selten. Und glaube ich, dass es selten ist. Und hier haben wir nochmal zwei RTW. Also die beiden ersten RTW-Skins. Auch sehr selten. Und ja, jetzt gehe ich nochmal auf die Favoriten, Leute. Und falls ihr diesen Account wirklich kaufen wollt, dann schaut gerne bei diesem Shop vorbei. Er verkauft auch einen Wildcat-Skin. Und hier sind auf jeden Fall sehr seltene Skins, wie der Glow-Skin, der Psycho-Bandit und dann noch Iconic, Leute. Und jetzt kann ich auch hier in öffentlich reingehen, aber da der Account nicht mir gehört, sondern ich diesen Account nur vorstelle, hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat. Und hier könnt ihr auch viele Accounts kaufen. Und natürlich, Leute, nochmal bei meinem Shop. Habe ich mit einem Kumpel gemacht. Könnt ihr auch Accounts kaufen. Und hierbei auf jeden Fall ballert den Like-Button für dieses Video. Einfach drei kranke Skins. Glow, Iconic und Psycho Bandit. Und das war's erstmal mit dem Video. Und jetzt wäre ich fertig und sag dann mal ciao und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss! Gotta move with a friend. Hershey went back to a man. Give a fuck. I just put a wagon in the driveway. You know.